Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 4x4 Passion. Mein Name ist Jörn von Red Rock Adventures und ich möchte euch heute eine Alternative zu den klassischen Doppelbatteriesystemen vorstellen. Wir haben hier eine Dometic PLB 40. PLB steht in dem Fall für Portable Lithium Battery. Und das ist eine, wie der Name schon sagt, tragbare Lithium-Eisenphosphat-Batterie, die vielleicht für den einen oder anderen interessant sein kann, der sich kein großes Doppelbatteriesystem in seinem Auto einbauen möchte, trotzdem aber den Komfort haben möchte, dass er zum Beispiel seine Kühlbox über längere Zeit auch betreiben kann, auch wenn der Motor nicht läuft und nicht riskieren will, dass er seine Starterbatterie dabei entleert. Das ist also der Karton von der Dometic PLB 40. Wenn man den aufmacht, schauen wir mal, was alles drin ist hier in der Wundertüte. Da gibt es zum einen natürlich das Handbuch in allen möglichen Sprachen außer dem Flaggenalphabet. Dann haben wir ein Ladekabel für 12 Volt. Da haben wir auf der einen Seite den 12 Volt Stecker. Und auf der anderen Seite den sogenannten Anderson-Stecker, so nennt er sich. Und diese 12-Volt-Kabel von Dometic haben noch eine Besonderheit. Wenn man die aufschraubt, dann findet man darunter einen Stecker, der nennt sich bei Dometic einfach Dometic 2-Pin. Bei uns ist er auch bekannt als die Schweinenase. Dann ist in dem Karton ein Extra-Set Sicherung, wo die reinkommen, zeigen wir euch auch gleich. Dann haben wir natürlich jede Menge Verpackungsmaterial. Da drin steckt die eigentliche Box und noch ein weiterer Karton. Schauen wir hier mal rein. Das ist also das gute Stück, die Dometic PLB 40. Und hier haben wir noch ein 230 Volt Ladegerät, das dazu gehört. So, das ist das, was alles in der Box drin ist. Dann schauen wir uns die PLB mal ein bisschen genauer an. Also, wir haben hier zunächst mal auf der Vorderseite haben wir die Ausgänge der Batterie, also da, wo ich hier irgendwas mit laden kann. Also, zum einen sind da zwei USB-Anschlüsse. Zum zweiten ist da der zweipolige Dometic-Anschluss und zum dritten die ganz normale 12-Volt-Dose, wie man sie aus dem Auto kennt, praktisch der Zigarettenanzünder-Anschluss, sagt man ja auch dazu. Das sind die Ausgänge. Auf der anderen Seite haben wir die Eingänge der Batterie. Da haben wir zum einen den Anderson-Stecker, also die Steckdose, wo der Stecker reinkommt, für das Laden über 12 Volt. Die kleine Dose hier ist für das Ladegerät für 230 Volt. Und hier haben wir zwei Sicherungen für den zweipoligen Stecker und für die 12 Volt Steckdose auf der Ausgangsseite. Wenn man die Box also so bekommt, ist sie schon vorgeladen von Dometic, um sie einzuschalten. Hält man hier einfach den Power-Button für 3 Sekunden gedrückt, dann ist die Batterie eingeschaltet und wir sehen, sie kommt von Dometic hier schon in einem Ladezustand von 57%. Das heißt, man kann sie schon benutzen. Dometic empfiehlt allerdings, die Batterie vor der ersten Benutzung zunächst mal vollständig aufzuladen. Diese Batterie heißt ja PLB 40. Ich hatte schon gesagt, PLB steht für Portable Lithium Battery. Das ist eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Die 40 steht für 40 Amperestunden, die diese Batterie liefert. Man kann damit laut Dometic eine Kühlbox, zum Beispiel eine CFX 40, bis zu 56 Stunden mit Strom versorgen. Ob das wirklich funktioniert, zeigen wir euch später noch mal in einem anderen Video, in dem wir mal ein paar Kühlboxen miteinander vergleichen werden und ein paar Batteriesysteme miteinander vergleichen werden. Aber zunächst mal nehmen wir das mit. 40 Amperestunden liefert diese Batterie. Die Technologie, die in dieser Batterie steckt, ist eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Nicht zu verwechseln mit einer Lithium-Ionen-Batterie.
Diese Batterie ist ausgelegt auch darauf, bei hohen Außentemperaturen oder auch bei besonders niedrigen Außentemperaturen immer noch gut zu funktionieren. Das kennt man ja vom Handy, das funktioniert bei niedrigen Außentemperaturen mit seinem Lithium-Ionen-Akku nicht mehr so gut. Der Akku schaltet sich aus. Das ist bei dieser Batterie nicht so. Die funktioniert also auch immer noch, wenn man unter 0 Grad zum Beispiel sie betreiben möchte. Ein weiterer Vorteil dieser Technologie ist, dass ich hier einen gleichmäßigeren Spannungsverlauf habe. Das heißt, die 12 Volt, die diese Batterie liefern soll, liefert sie auch bis kurz vor dem Status, wo sie also tatsächlich leer ist. Sie hat keinen Spannungsabfall wie bei einer normalen Bleisäurebatterie, sondern sie hält die Spannung relativ lange, geht dann allerdings, da ist es wieder vergleichbar mit dem Handy-Akku, dann ganz plötzlich aus. Dafür haben wir aber ja das Display, wo sie uns anzeigt, wie viel Energie noch in der Batterie drin ist. Dometic gibt für diese Batterie 2000 Ladezyklen an. Das heißt, also 2000 Mal kann die Batterie vollständig geladen und entladen werden. Zum Vergleich, eine normale Bleisäurebatterie hat so etwa 500 vollständige Ladezyklen, bis sie dann ausgetauscht werden muss. Das Schöne an dieser Batterie ist, dass sie sehr kompakt ist. Ja, also wir haben hier eine Höhe, ich werde das mal eben nachmessen. Wir haben hier also eine Höhe von, jetzt muss ich mal rumkommen, was haben wir denn da? 23,5 cm, wenn ich das richtig sehe, Gehäusehöhe oder 23. Mit Griff sind es etwa 26. Und wenn der Griff hochgezogen ist zum Tragen, dann sind es 29,5. Zentimeter, soweit ich das aus diesem Blickwinkel beurteilen kann, von der Höhe. In der Breite sind es 20 Zentimeter in etwa. Das machen wir nochmal unten. Genau, etwas weniger. In der Tiefe sind es sogar noch etwas weniger, sind es etwa 18 Zentimeter. Wenn man die Batterie irgendwo fest einbauen möchte und einem dieser Griff hier irgendwie im Weg sein sollte, kann man den also auch jederzeit entfernen. Man sieht hier, hier ist so eine Schraube mit Sternkopfantrieb. Wenn man die auf beiden Seiten entfernt, kann man den Griff problemlos entfernen. Man kann ihn auch genauso schnell wieder dran schrauben, wenn man ihn dann doch wieder haben möchte. Die Batterie ist auch nicht besonders schwer, also man kann sie relativ gut tragen, könnte sie sogar sozusagen als mobiles Akku-Pack benutzen. Sie kommt auf ein Gewicht von, schauen wir mal, 7,8 Kilogramm. Jetzt schließen wir mal eine Kühlbox hier an. Ich habe hier eine Dometic CFX 35 und die kommt ja hier mit diesem 12-Volt-Stecker. Und da kann ich natürlich diese hier, wie jede andere Kühlbox auch, dann einfach hier in den Port einstecken. Und dann sehe ich auch hier in dem Display, kommt eine Anzeige mit dem Pfeil raus von der Batterie. Heißt, es findet eine Stromentnahme statt. Und man sieht es dann auch hier, die Kühlbox läuft. Jetzt hat man ja häufig unterwegs, gerade so beim Offroad-Fahren, dann Piste fahren, dann rappelt es gerne schon mal so ein bisschen und dann könnten so Stecker dann sich vielleicht auch schon mal lösen und irgendwann rausgehen. Oder man stößt irgendwie dran. Dafür ist jetzt dieser 2-Pin-Stecker ideal von Dometic, den wir da eben schon mal gezeigt haben, den man jetzt hier in diesen Port reinstecken kann. Den kann man nämlich dann zusätzlich noch, ich hoffe, man sieht das jetzt, mit dieser Überwurfmutter verschrauben. Ja. Ich habe genauso die Leistungsentnahme hier oben, wie man da sieht. Aber dieser Stecker hält also wirklich fest da drin. Der rappelt auch nicht mal so eben raus. Da hat man halt den großen Vorteil, dass man nicht irgendwann eine böse Überraschung erlebt, dass der Stecker aus der Batterie rausgefallen ist und man plötzlich mit warmem Bier dasteht. Wenn es jetzt ans Aufladen der Batterie geht, habe ich ja hier hinten zwei Möglichkeiten. A, entweder über 230 Volt, das ist denkbar simpel, einfach einstecken und über 230 Volt laden. Die zweite Möglichkeit ist, ich kann das Ganze natürlich im Auto auch mit meinem Zigarettenanzünder im Auto verbinden und hier über diesen Anderson-Stecker richtig rum
in die Batterie gehen und kannst also auch über 12 Volt im Auto laden. Das Schöne an der Batterie ist, ich kann gleichzeitig laden und verbrauchen, also Energie laden oder Energie verbrauchen. Eine weitere Möglichkeit neben dem Laden über 230 Volt oder über 12 Volt im Auto ist, das Batteriepack über ein Solarpanel aufzuladen. Das Schöne dabei ist, dass diese Batterie den dafür notwendigen Laderegler schon eingebaut hat. Das heißt, man kann letzten Endes einfach mit einem Solarpanel hingehen, das hier an den Anderson-Stecker anschließen und darüber auch die PLB 40 aufladen. Das zeigen wir jetzt einmal, wie das funktioniert. Wir haben hier ein Solarpanel. Das ist jetzt hier eins von Facehan. Das funktioniert aber auch mit anderen Solarpanelen. Was man dafür dann zwingend braucht, ist natürlich ein Kabel, was daran angeschlossen wird, was diesen Anderson-Stecker mitbringt, den wir eben schon gesehen haben, also den 12-Volt-Ladestecker. So, und den schließt man dann eben einfach hier wieder an, genauso wie man den Stecker anschließt, wenn man an einer 12-Volt-Dose im Auto lädt. Jetzt bauen wir mal einmal eben das Solarpanel auf. Das hier ist ein dreiteiliges Solarpanel mit 3x 40 Watt. Es hat hier hinten so Füße, mit denen man das aufstellen kann. Und hier gibt es einen Verbindungsstecker. Das ist jetzt ein Stecksystem, wie es bei der Firma Facehan verbaut ist. Dann kann man das hier einfach zusammenstecken. Und hier sieht man eben an dieser Anzeige, die Batterie wird im Moment gleichzeitig geladen und entladen. Wenn man dann zum Beispiel jetzt mal die Entladung wegnimmt, dann verschwindet der eine Pfeil und die Batterie wird nur noch geladen. In dem Fall jetzt durch das Solarpanel. Einen kleinen Hinweis noch. Diesen Anderson-Stecker, den ich da eben gezeigt habe, der hier dran gebaut ist an das Facehan Solarlademodul, ist nicht serienmäßig am Solarlademodul. Das haben wir da dran gebaut. Das ist aber kein Problem, das kann jeder Elektriker machen. Vielleicht gibt es sogar Solarlademodule, die sowas schon ab Werk haben. Da müsst ihr euch einfach mal informieren, ansonsten bauen wir euch das gerne dran. Das sind halt die Möglichkeiten, die man mit so einer PLB 40 hat. Das Schöne an diesem ganzen Ensemble, alles was man jetzt hier sieht, ist, dass ich das im Prinzip so nehmen kann und einfach in jedes Auto reinstellen kann, losfahren kann. Ich habe immer eine Zweitbatterie, wo ich meine Verbraucher dann betreiben kann und ich habe vielleicht ein Solarpanel oder ich lade es über die Steckdose im Auto und habe immer die Möglichkeit, meine Batterie wieder aufzuladen. Wenn ich dann doch mal irgendwie ins Hotel gehe oder auf den Campingplatz, kann ich die Batterie sogar über 230 Volt laden. Das heißt, ich mache mich mit diesem ganzen Set ein Stück weit unabhängig eben von dem Strom aus meiner Starterbatterie im Auto. Die Dometic PLB 40 gibt es im Internet so für 750 Euro etwa. Manchmal bekommt man sie auch etwas günstiger, zum Beispiel bei uns. Wer sich dafür interessiert, kann sich auch gerne jederzeit an uns wenden. Dann können wir auch noch weitere Fragen beantworten, so denn noch welche übrig sind zum Thema Einbau etc.